Was ist die Massagefee und wozu eignet sie sich? Die Massagefee ist dieser kleine Massagestab oder manche mögen auch sagen Massagehaken und eignet sich wirklich ganz hervorragend zur Lockerung und Linderung von Verspannungen im Halsbereich, im Nackenbereich und im Schulterbereich. Muskelverspannungen sind das, die sehr oft Kopfschmerzen auslösen können, Nackenschmerzen auslösen können oder Schulterschmerzen auslösen können. Und mit der Massagefee könnt ihr diese Verspannungen eurer Muskulatur sehr gut selbst bearbeiten und diesen an den Kragen gehen. Das Schöne an der Massagefee ist, dass sie klein ist, leicht ist, diesen kleinen Knubbel hier vorne dran hat, dass sie eure Hände während der Massage schont und vor allem, das finde ich auch noch ganz schön, dass ihr während der Massage nichts braucht, gegen das ihr euch drücken könnt. Fangen wir mit den ersten zwei Punkten an. Die Massagefee ist klein und leicht. Ja, die wiegt ein bisschen mehr als 100 Gramm. Das heißt, die fällt gar nicht auf. Ja, die könnt ihr überall reinstecken in fast jede Handtasche. Die nimmt nicht viel Platz weg. Die fällt überhaupt nicht auf. Das ist erstmal wirklich schön. Ja, wiegt nicht viel mehr wie ein iPhone zum Beispiel. Ja, und das habt ihr auch die ganze Zeit bei euch. Das nächste, der kleine Knubbel. Mit dem kleinen Knubbel könnt ihr die kleinen Verspannungen im Hals- und Schulterbereich wirklich ganz, ganz präzise bearbeiten und ganz genau treffen. Das könnt ihr natürlich auch mit euren Fingern machen, das funktioniert auch sehr gut, aber eure Finger ermüden natürlich während der Massage. Mit dem Massagestab oder mit der Massagefee ermüden die Finger überhaupt nicht, weil ihr einfach mit euren Händen den Druck gegen die Massagefee aufbaut und leicht in die Muskulatur drückt, die ihr massieren möchtet, so wie ich das jetzt hier zum Beispiel gerade mache. Ja? Und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil, weil sonst überlasten sehr schnell eure Finger während der Massage und das ist sehr ungünstig. Oder wenn ihr längere Fingernägel habt zum Beispiel und euch im Bereich eures Halses oder Nackens oder der Schulter massiert, ist das sehr unangenehm, weil die Fingernägel in die Haut reindrücken oder unter Umständen noch abbrechen. Ja? Und das ist auch beides dann nicht das Optimum. Der andere Punkt, den ich noch genannt habe, dass ihr kein anderes Gerät braucht oder ihr braucht nichts, gegen das ihr euch drückt. Damit meine ich, ein Massageball ist zum Beispiel auch ganz hervorragend, um Verspannungen zu bearbeiten oder ja, zum Beispiel Faszienrollen. Aber ihr braucht dort immer etwas, gegen das ihr euch drückt, eine Wand oder ihr müsst euch auf den Boden legen. Wenn ihr euch mit der Massagefee im Nacken massieren möchtet, müsst ihr nicht den Ball gegen eine Wand lehnen und euch dahin lehnen und dagegen drücken, sondern ihr nehmt euch die Massagefee, egal wo ihr seid, im Büro, im Flugzeug oder auf dem Sofa und könnt euch einfach ganz locker massieren und müsst keine Gymnastik machen und euch nicht verbiegen. Ja? Und das ist eben auch noch in meinen Augen für viele Leute ein ganz großer Vorteil. Kommen wir nun zum letzten Punkt. In welchen Bereichen kann ich die Massagefee wirklich gut anwenden, um meine Muskeln zu entspannen und um mich selbst zu entspannen? Wie ich bereits sagte, ist die Massagefee sehr gut geeignet für den Bereich eures Halses, des oberen Nackens, des unteren Nackens, des vorderen Nackens und den Bereich der Schulter, den Bereich am oberen Rücken, auf dem Schulterblatt drauf oder auch im Bereich der Brust. Überall hier könnt ihr mit dem Stab wirklich sehr gut arbeiten. Wie das geht, wie ihr das macht, das habe ich euch schon ganz oft gezeigt, beziehungsweise das habe ich schon in sehr vielen Videos gezeigt, bestimmt mehr als 10 Stück. Die habe ich alle hier unten in der Beschreibungsbox von diesem YouTube-Video verlinkt. Die könnt ihr euch dort anschauen. Da habe ich Videos verlinkt, die teilweise 2-3 Minuten lang sind, bis hin zu Videos, die länger als 15 Minuten sind. Und da zeige ich euch Schritt für Schritt Übungen mit der Massagefee, die ihr auch dann gleich mitmachen könnt. Gut, dann bedanke ich mich für eure Zeit. Ich hoffe, dass ich euch gut informieren konnte. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst mich die wissen und schreibt die unten in die YouTube-Kommentarfunktion. Wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen, über ein Kanalabo von euch. Und dann wünsche ich euch auch wie immer eine schöne und entspannte Zeit und sage ciao.